Auch sie hat einen Traumberuf. Ist jung, hübsch, hat zwei Kinder, hat studiert und ja, sie hat einen ganz erfolgreichen eigenen YouTube-Kanal. Kurz, sie ist Kult. Herzlich willkommen zu Sallys Welt. Saliha Özcan hat in 5 Jahren ein eigenes Unternehmen auf die Beine gestellt. Sally ist ein YouTube-Star. Ihr Koch- und Backblog hat Follower in ganz Europa. Auf Sallys Welt erklärt sie die neuesten Kochrezepte, mal mediterran, mal türkisch, deutsch, vor allem aber leicht nachzumachen. Gerade hat die 28-jährige Mutter zweier Kinder den deutschen Web-Videopreis im Bereich Food bekommen und wartet, dass sie in ihren neuen Firmen- und Familiensitz in Waghäusel bei Karlsruhe einziehen kann. Herzlich willkommen. Ich sag einfach Sally? Ja, Sally ist ganz gut. Okay, dann sage ich einfach Sally. Sally, erstmal herzlich willkommen natürlich. Und wenn ich sowas da sehe, das klingt ja irgendwie wie ein Märchen. Das fing alles mal mit einem Nusszopf an, mit einem eigenen gedrehten Video. Und jetzt bist du Internetstar, Social Media und hast ein Imperium aufgebaut. Das klingt nach Märchen, fühlt sich's auch so an? Ein bisschen. Also ich habe wirklich ein kleines Familienunternehmen aufgebaut. Am Anfang war es einfach nur ein Hobby. Also ich habe das nie geplant oder es war auch kein Konzept. Ich habe einfach gern gebacken und gekocht, habe das erste Video gemacht, damit einfach jeder daran teilhaben kann, jeder das Backen und Kochen lernen kann. Und so hat es sich das Ganze entwickelt, neben dem Lehramtsstudium. Ja. Und wann hast du so mal gemerkt, ey, das ist wirklich, daraus kann was werden, auch ein richtiger Job? Ich habe das selber gar nicht gemerkt. Also das war wirklich, ich habe es 3 Jahre neben dem Studium gemacht und neben dem Lehrerberuf. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr beides parallel machen. Also 100% Lehrerin und 100% YouTube ging nicht. Auch aus zeitlichen Gründen, wegen den Kindern und der Familie. Und dann wollte ich tatsächlich als Lehrerin erstmal weitermachen. Aber an meiner Wunschschule war keine Stelle frei. Und ich habe dann die Chance genutzt und gesagt, ich mache jetzt ein halbes Jahr nur noch YouTube. Und so hat sich's entwickelt und ich kam leider nicht mehr in den Lehrerberuf zurück. Bingo. Weil da hat es dann woanders Bumm gemacht, nämlich der Erfolg, der spricht ja nun Bände. Aber wir reden so viel über Blogger und über was man damit Geld machen kann und alles ganz toll. Aber da steckt ganz viel Arbeit dahinter. Wie muss man sagen, wie sieht zum Beispiel so ein Tag bei dir aus? Also man könnte meinen, ich hätte einen 48-Stunden-Tag, aber ich habe tatsächlich auch nur 24 und es ist wirklich sehr eng getaktet. Also der Tag beginnt immer erstmal mit dem Familienleben, die Kinder versorgen, zusammen zwei frühstücken. 2 und 7 sind die, ne? Die genau, der Ehemann natürlich auch, das große Kind, der muss auch versorgt werden. Und dann beginnen wir schon um 8.30 Uhr meist oder auch jetzt im Winter um 7.30 Uhr mit dem Dreh. Und es geht dann wirklich bis zum Nachmittagabend. Dann kommen zwischendurch die Kinder nach Hause und sobald die im Bett sind abends, setze ich mich wieder an den Laptop und schreibe. Und du hast ja ganz viel auch Angestellte, ne? Wie viel sind es mittlerweile? Mittlerweile sind es 30, alle so aus dem Familien- und Freundeskreis und ja, so eine große Sally-Familie entstanden. Okay, und die richtige Familie, die, wie du schon gesagt hast, 2 Mädchen und ein Ehemann und deine Eltern sind auch noch da. Aber ist noch Platz für Privatleben, so richtiges? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja wirklich auch mein Hobby, was ich weiterhin auch gerne privat mache. Also ich backe auch privat noch. Mein Mann sagt nur, er isst privat keine süßen Sachen mehr. Wirklich dann nur hinter der Kamera, weil es sonst zu viel wird. Aber ich habe doch schon noch Freizeit. Man muss halt immer wirklich gucken, dass man sich auch eine Auszeit nimmt. Aber es ist schon öffentlich, ne? Auch das Privatleben ist ja schon auch öffentlich bei euch. Ist es manchmal so, wo man so Momente gibt, wo man denkt, zum Beispiel vorhin fand ich ganz interessant, du hast auch gleich vorhin gesagt, ey, ich frage auf Facebook, Leute, was soll ich anziehen, die rote Bluse oder die blaue? Die Leute haben gesagt, die rote, aber wir haben uns trotzdem für die blaue entschieden. Ja. Entschuldigt, ihr Lieben. Es tut mir leid, ja. Aber es sieht einfach besser aus auf dem roten Sofa. Ist es doch manchmal so Momente, wo du denkst, boah, jetzt ist echt gerade anstrengend, ich will mal... Ja, das gibt es auch. Also es gibt auch wirklich Momente, wo ich sage, jetzt möchte ich gar nicht mehr die Sally sein, sondern ich bin einfach privat die Saliha. Aber da schalte ich dann einfach das Handy aus und es klappt ganz gut. Auf jeden Fall hast du wahnsinnigen Erfolg. 1 Million Follower, gehörst damit wirklich mit zu den Foodbloggerinnen in ganz Europa, die am erfolgreichsten sind. Wir schauen mal in deine Sally-Welt. Da haben wir nämlich ein paar Bilder, wie du arbeitest in deiner Küche. Okay. Für die Torte habe ich jetzt hier schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich bereits die Kuchenböden gebacken. Und weil ich gestern keine Zeit dazu hatte, nochmal. Ja, also das gehört auch mal dazu, dass man sich mal verquatscht. Das ganz klar. Dazu, ja. Aber die ganzen Ideen, die Anregungen, wo kommen die her bei dir? Wo findest du es? Ja, mein Mann wird jetzt sagen, die kommen von ihm. Okay. Aber es ist wirklich so, vieles fällt mir so spontan ein. Oder ich schaue dann auch mal im Internet oder in alten Büchern, suche nach Anregungen. Aber viel bietet ja auch einfach der Jahreskalender. Also jetzt zu Weihnachten fällt mir dann immer ganz viel ein. Und dann bastle ich immer so ein Rezept zusammen, dass es auch fast jeder nachmachen kann. Was ist so der Erfolg?
das Geheimnis deines Erfolgs? Es gibt viele Foodblogger. Hast du da so eine Ahnung, was da so wirklich deins ist? Ja, also es gibt ja auch schon viele Koch- und Backsendungen im Fernsehen, aber ich finde einfach, dass die nicht so einfach erklärt waren. Also ich denke, dass ich aus ganz einfachen Zutaten was ganz Tolles machen kann und durch den pädagogischen Hintergrund kann ich alles ganz einfach erklären. Und ich sage immer, wenn es Kinder verstehen in der Grundschule, verstehen es auch die Zuschauer und auch die Männer. Ja. Du selber bist ja waschechte Badnerin. Aber deine Eltern, die sind ja in der Türkei geboren, haben da auch lange gelebt. Wie ist das eigentlich, deine türkische Verwandtschaft? Verfolgt die auch deinen Erfolg? Ja, also meine Tante, die wohnt in der Nähe von Istanbul und die verfolgt alles. Sie versteht zwar nicht immer alles. Und die spricht kein Deutsch. Ja, genau, die reimt sich das ein bisschen zusammen. Sie wünscht sich auch gerne Videos auf Türkisch, aber das schaffe ich zeitlich momentan gar nicht. Aber sie schaut auch immer begeistert zu, ja. Überhaupt so diese Wurzeln, auch die du hast, auch mit deinem Vater, der kommt ja auch aus einer armen Region in der Türkei und jetzt so dieser krasse Erfolg, diese Welten. Ist das für dich manchmal so ein, ja, so nicht ein Widerspruch, aber irgendwas, was dich auch berührt? Ja, also mein Papa, muss ich sagen, der kommt ja aus der Türkei. Vor über 40 Jahren sind sie hergekommen. Die haben kein Wort Deutsch gesprochen und haben es trotzdem sehr weit gebracht. Sie haben eine tolle Arbeit, sie haben 5 Kinder großgezogen. Und ich denke mir einfach, wenn man in Deutschland die Chance nicht nutzt, dann kann man das nirgends auf der Welt. Also wer hier nichts aus sich macht, der kann wirklich woanders auch einpacken. Aha, und du schaffst es und natürlich mit deiner ganzen Familie, muss man sagen. Dein Mann hilft auch richtig ordentlich mit, ne? Passt auf die Kinder auf. Aber was sind so deine Pläne für die Zukunft? Mensch, es ist schon so viel Erfolg da, aber hast du so eine Idee, ach, was könnte in 5 Jahren sein? Ja, also es war immer mein Plan, mit 30 ein Haus zu bauen. Das habe ich jetzt geschafft, so unter 30. Ich hoffe, wir werden auch bis dahin fertig. Und eine gesunde Familie zu haben. Und in 5 Jahren denke ich, hoffe ich, dass wir immer noch weitermachen können soweit. Und dass ich einfach meine Leidenschaft weiter ausleben kann. Ich hätte noch einen Traum, das wäre Geige zu spielen. Das wäre so. Mach doch einfach einen Blog drüber. Ja, dann, genau. Dann wahrscheinlich auch einen Erfolg und dann lernst du das auch noch. Ich mache einen Aufruf, vielleicht bringt mir das ja jemand bei. Ich sage herzlichen Dank und dazu muss man auch eins sagen, wer mehr von dir erleben möchte, morgen Abend gibt es noch mehr zu sehen und zwar um 18.15 Uhr in unserer Reihe Made in Südwest. YouTube-Star Sally mit Nusszopf zum Erfolg heißt der Film und dich live erleben kann man dann auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt und zwar am 10. Dezember. Danke für den Besuch. Dankeschön für die Einladung.